Ja, es ist schön, euch alle zu sehen. Und es ist gut, dass Gott da ist. Und ich hoffe für dich, dass du eine wirklich große Erwartung an diesen wunderbaren Herrn mitgebracht hast. Weil die Bibel sagt ganz oft, dir geschieht nach deinem Glauben. Ein Mann hatte ganz lange gespart darauf, dass er endlich eine große Schiffsfahrt machen konnte. Und er hatte sich auf den Urlaub gefreut. Aber am zweiten Tag merkte er, irgendwas läuft hier nicht so, wie es eigentlich geplant war. Eine Frau saß ihm permanent gegenüber, die ihn anstarrte und fixierte. Und nach dem zweiten, dritten Tag war ihm das richtig unangenehm. Schlussendlich am fünften hat er sich durchgerungen und ist zu dieser Dame gegangen und hat gesagt, Entschuldigung, kennen wir uns? Und sie sagt, ja, eigentlich nein. Aber Sie sehen wie mein dritter Ehemann aus. Und er guckt, wie der dritte Ehemann? Ja, wie oft waren Sie denn verheiratet? Erst zweimal. Das nennt man Erwartung. Und ich hoffe, du hast das auch mitgebracht, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, wenn du das Wort Gottes hörst, dann ist es immer so, dass Gott dieses Wort nimmt wie ein Samen und den in dein Herz pflanzt. Und wenn du das in deinem Herzen aufgehen lässt, soll das, was das Wort aussagt, tatsächlich auch freigesetzt werden. Ich will euch ein bisschen mitnehmen heute in die Entwicklung dieser Predigt, denn sie hat sich so in den letzten Tagen mit Gott und dem Gebet und der Vorbereitung zusammen für heute Morgen richtig hochgeschaukelt. Wenn du eine Bibel dabei hast, in Johannes 14, Vers 27, damit starten wir. Ein ganz wunderschöner Text. Und es beginnt folgendermaßen. Da sagt Jesus, meinen Frieden lasse ich euch, euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Mein Blick fiel auf dieses Wort, wo drin steht, pass auf dein Herz auf. Pass auf, dass dein Herz nicht bestürzt wird oder nicht von Angst oder Furcht erfüllt wird. Und ich habe nachgeschaut im Griechischen, was da wirklich steht. Und das Wort für Bestürzung heißt eigentlich Tetaraktai. Und das bedeutet auf Deutsch in Aufregung, in Unruhe, in Angst und Schrecken, in Verwirrung gebracht werden. Also ein Zustand, wo dein Herz durch die äußeren Umstände, die dich umgeben, so in Panik versetzt wird, dass es beginnt, sich in dir und in deinem Herzen niederzuschlagen. Und wir kennen diese Zustände, wo von außen her an uns rangetragen wird, diese Situation gerät außer Kontrolle, du hast sie nicht im Griff und Angst setzt sich frei, Verwirrung setzt sich frei, Unruhe und Aufregung setzt sich frei und am Ende sagt Gott, pass auf, denn das wird dein Herz krank machen. Ich will eigentlich für dich, dass du im Frieden lebst, in die Ruhe hineinkommst. Und an diesem Gedanken habe ich mich innerlich festgebissen und ich habe gesagt, Gott, ich verstehe dieses Wort, ist das tatsächlich medizinisch haltbar, dass Dinge aus dem Umfeld heraus, sorgenvolle Gedanken, schwierige Umstände, schafft es eine unruhige Seele tatsächlich unser körperliches Herz krank zu machen? Ich meine, das andere hatte ich schon oft genug gelesen. Wenn du falsch dich ernährst, also zu viel Fettes isst, rauchst, zu wenig Bewegung hast, dass das für das Herz nicht gesund ist, ist keine Frage. Aber wie ist es, wenn deine Seele in Unruhe und in Angst und in Schrecken, in wirklich negativen Emotionen sich bewegt? Macht dich das genauso krank? Und ich bin dann auf eine Studie gestoßen, 2004 im September, gibt es die sogenannte Interheart-Studie. 25.000 Leute in 52 Ländern wurden befragt, ob Ärger auf der Arbeit, finanzielle Schwierigkeiten und belastende Lebensumstände, ob das Auswirkungen auf ihr Herz hatte. Und die Studie ist Hammer. Egal in welchem Land, diese drei Umstände, wenn man sie negativ auf sich ruhen ließ oder auf das Leben Einfluss nehmen ließ, brachte die Leute zu Herzinfarktpatienten. Machte sie zu Herzinfarktpatienten.
Und es gibt mittlerweile einen medizinischen Arbeitszweig, den nennt man Psychokardiologie. Habe ich vorher noch nie gehört. Und diese Leute untersuchen, welche Faktoren das Herz krank machen. Und die haben spannende Dinge festgestellt. Leute kriegen einen Herzinfarkt, obwohl die Herzkranzgefäße und alle Zuflüsse zum Herzen völlig in Ordnung sind. Und ich habe gedacht, wie kann das denn funktionieren? Also rein körperlich fehlt denen nichts und trotzdem haben die einen Herzinfarkt. Wie funktioniert die Geschichte? Dass das Herz durch die Seele krank gemacht wird. Und in diesem Bericht, den könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt, im Internet unter dem Titel »Wie lähmt die Seele das Herz?« geht über mehrere Seiten, wird ein Beispiel einer Frau, was heißt, es gibt da viele Beispiele, aber das habe ich mir rausgenommen, Katharina Dörner heißt die Dame, bekommt einen Herzinfarkt und die Ärzte untersuchen sie und alles ist in Ordnung. Beim Ultraschall ergibt sich aber, dass das Herz ganz merkwürdig geformt wurde. Und die Frau erleidet diesen Herzinfarkt und dann fragt man sie, was ist passiert? Und dann stellt sich raus, diese Frau hatte einen Mann, der an Lungenkrebs litt. Sie hat ihn viele, viele Jahre gepflegt und dann starb dieser Mann und mit seinem Sterben brach diese Frau innerlich zusammen, bekam Angst und Panikattacken, eine Riesennot, sie könnte ihr Leben nicht mehr bewältigen und es brauchte kein halbes Jahr und sie wurde mit Herzinfarkt eingeliefert. Diese Fachleute sagen, dein Herz wird angegriffen durch Aufregung, durch Angst, durch Trauer, durch Unruhe, durch Wut, Erschöpfung, Wert und Mutlosigkeit. Und das führt dazu, dass eine Substanz freigesetzt wird, sogenannte Stresshormone, die kurzzeitig Teile des Herzmuskels lähmen können. Und ich dachte, was führt da nochmal zu? Verwirrung, Angst, Unruhe, Trauer. Komisch, das habe ich schon mal gelesen. Das hat Jesus schon vor 2000 Jahren gesagt. Pass auf dein Herz auf und lass diese Zustände ja nicht zu, weil sonst werden sie dich krank machen. Und dann habe ich gedacht, okay Leute, ihr seid heute nach 2000 Jahren da, wo Jesus schon vor 2000 Jahren war. Ist sehr schön, ja, dass wir langsam entwickeln, was da steht. Die Frage war, wie kriegt man eine Lösung? Und diese Leute bieten folgende Lösung an. Sie sagen, das, was du brauchst, ist erstens Umdenken, weg von deiner Problemzentrierung hin zu einer lösungsorientierten Denkweise. Zweitens, du musst deinen Lebensstil umstellen, du musst aufhören zu jammern und anfangen, einen dankbaren Lebensstil zu führen. Und das Dritte, du musst zur Ruhe kommen. Und ich habe gedacht, komisch Leute, das hättet ihr in der Bibel auch nachlesen können. Da braucht ihr keine 2000 Jahre Forschung, das steht schon lange drin. Und ich will dir einen Bibelvers geben, der steht in Sprüche 14, Vers 30. Da steht, ein gelassenes, ein entspanntes Herz ist Heilung für den Körper. Und ich dachte, super, das ist noch 1000 Jahre älter. Also Gott hat schon vor 3000 Jahren gesagt, wie man entspannt leben soll und wie man ein frisches, entspanntes, glückliches Leben und ein glückliches Herz haben kann. Und ich dachte, wow, Dr. Jesus hat das schon vor ein paar tausend Jahren gewusst. Aber ist ja schön, dass wir das heute auch nachvollziehen können. Ne? Wir brauchen immer ein bisschen länger, aber irgendwann sind wir dann auch da. Die Frage nur ist, was regt dich auf? Was in deinem Leben an Situationen und Umständen führt dazu, dass du dich aus dieser Ruhe, aus diesem Frieden in Gott rausbringen lässt? Damit möchte ich ins eigentliche Thema einsteigen. Was regt dich auf? Weil wir haben gerade gelernt, ne? Aufregung ist tödlich auf Dauer. Und ich habe festgestellt, es sind nicht die großen Dinge, die uns aufregen. Also, dass wir in Deutschland einen neuen Bundespräsidenten brauchen, das regt mich nicht wirklich auf. Das ist zwar traurig, aber das regt mich nicht auf. Oder? Regt dich das auf? Ballack ist nicht dabei, aber das regt mich nicht auf. Das ist zwar traurig oder auch nicht, ich weiß noch nicht genau, wie sich die Achse Schweini und mit dem anderen Kollegen da, wie sich das ergibt, aber das regt mich nicht auf. Oder? Wisst ihr, was mich aufregt? Wenn ich zum Gottesdienst will und ich den Gemeindeschlüssel nicht finde. Das regt mich auf.
wenn ich in meinem auf meinem Schreibtisch sitze und merke, meine Tochter hat den Kleber geklaut und ich brauche den gerade. Das riecht mich auf. Kennt ihr das? Du willst zum Zug. Und just in diesem Augenblick, wo du zum Zug willst, stellst du fest, irgendeiner hat deinen Schreibtisch aufgeräumt und die Karte ist nicht da. Das riecht mich auf. Ich sitze irgendwo und warte 5 Minuten, 10 Minuten. Aber ich hatte vor 10 Minuten einen Termin. Und ich kann dir sagen, dann komme ich in Bewegung. Und wenn du ehrlich bist, das ist völlig Banane, oder? Meine Zeit, dann suche ich halt 3 Minuten den Schlüssel. Irgendwann ist er an irgendeinem Ort wieder zu finden, oder nicht? Wisst ihr was? Die meisten Dinge, über die wir uns aufregen, sind 5 Minuten Probleme. Ich reg mich darüber auf, dass meine Tochter die Zahnpastatube nicht richtig zugemacht hat. Soll ich dir sagen, wie lange das dauert, bis ich das nachhole? 3 Sekunden und das Thema ist erledigt. Ich reg mich auf, dass irgendeiner im Bad seine Haare nicht aus diesem Ausguss rausgenommen hat. Wie lange braucht das, bis ich die da rausgefischt habe? 5 Sekunden. Die Dinge, über die du dich ärgerst, sind sie wirklich größer als 5 Minuten Probleme? Manche Dinge sind 5 Stunden Probleme, aber es lohnt selbst darüber, sich nicht wirklich aufzuregen. Denn wenn ich den Zug verpasst habe, was weiß ich bei uns in Deutschland? Alle 2 Stunden mindestens kommt der gesamte Turnus wieder in Bewegung. Zugegeben, ist ärgerlich, aber muss ich mich deswegen aufregen? Und wisst ihr was? Fangt mal an, über euer Leben nachzudenken. Wie viel unserer sogenannten Aufreger, über die wir uns wirklich ernsthaft ärgern, sind auf dieser Kategorie 5 Minuten oder 5 Stunden? Wie viel der Dinge, über die du dich wirklich aufregst, sind 5 Jahresprobleme? Genau, so gut wie keins. Das meiste, über das wir uns aufregen, sind Dinge, über die es sich nicht lohnt aufzuregen, weil sie werden sich sowieso irgendwann in relativ kurzer Zeit von alleine bewältigen. Wie viele Dinge in unseren Ehen und unseren Familien sind Dinge, über die wir uns ärgern und aufregen, über die es sich überhaupt nicht lohnt aufzuregen? Und du bringst dein Herz in Wallung und machst es krank. Ich sah eine Dokumentation über Leute, die in Kohlenbergwerken arbeiten. Und man hat diese Grubenarbeiter gefragt, was ist das, wovor sie sich am meisten fürchten? Und ich habe dann gedacht, ja, so Gasexplosion oder Wassereinbruch unten im Stollen oder irgendwas. Und dann sagt dieser Steiger, wissen Sie, das, wofür wir uns am meisten fürchten, ist Kohlenstaub. Denke ich, was? Was tut dir denn Kohlenstaub? Er sagt, das ist das Zeug, das sich auf meine Lunge legt. Und wenn ich 30 Jahre hier gearbeitet habe, am Ende dazu führt, dass ich elendig krepiere, weil meine Lunge keine Luft mehr kriegt. Es sind die kleinen Dinge, die am Ende so eine zerstörerische Wirkung haben. Und die Frage ist, worüber regst du dich wirklich ernsthaft auf? Und wisst ihr, was ich feststelle? Immer wenn ich mich aufreg, bilde ich mir ein, Gott hat es scheinbar nicht im Griff, deswegen muss ich mich aufregen. Denn wenn ich Gott zutrauen würde, er hätte es im Griff, oder? Kann ich entspannt bleiben, stimmt's? Denk gut drüber nach. Wie oft reibst du dich an Sachen auf, weil du denkst, du musstest das im Griff haben. Und Gott sagt, hör mal, wer ist der Chef, du oder ich? Wenn Gott der Chef ist und er hat dein Leben in der Hand, stimmt's? Jede Minute. Gott hat sogar ein Buch, hast du das gewusst, in dem er jeden Tag deines Lebens eingetragen hat. So hat er das Ding in Kontrolle oder nicht? Warum regst du dich auf? Merkt ihr was? Da gibt es einen Feind unserer Seele und der ist daran interessiert, dass du wirklich in Bewegung kommst. Und am Ende frisst es deine Lebenskraft und deine Lebensenergie und deine Lebensqualität. Und irgendwann am Ende stellst du das dann fest, dein Herz macht nicht mehr mit. Das kann man ja auch im übertragenen Sinne sehen. Nicht nur die menschliche Pumpe, sondern tatsächlich unsere Lebensmitte, unser Herz. Und meine Frage war, Gott, was ist deine Lösung? Und wer in den Hebräerbrief hineingeht, in die Bibel, der sieht, dass Gott die Lösung schon vorgezeichnet hat. Nämlich, er sagt, das, was du brauchst, ist, du musst zur Ruhe kommen.
Und im Hebräerbrief im 4. Kapitel sagt Gott, ich habe einen extra Platz, ich habe eine extra Ruhe für jeden Menschen vorbereitet. Du sollst in die Ruhe Gottes kommen, steht da. Und das war für mich ein Bild. Ich habe gesagt, Gott, wie kommt man dann in deine Ruhe rein? Und hier wird ein Bild gebraucht in der Bibel, das ist ganz spannend, nämlich sich zu fragen, wann bin ich in dieser Ruhe? Und Gott sagt, das ist wie beim Volk Israel. Die waren zuerst in Gefangenschaft in Ägypten, dann waren sie in der Wüste. Aber das, ihre eigentliche Bestimmung war, sie sollten dieses Land des Überflusses nach Kanaan. Gott hatte gesagt, das ist ein Land, das von Milch und Honig überfließt, von einer totalen Fülle. Und da sollten sie eigentlich hin. Und Gott nimmt dann dieses Bild hier und sagt, dieses Land der Fülle, das erreicht ihr dann, wenn ihr in meine Nähe hineinkommt. Wenn ihr begreift, ihr sollt Kinder Gottes sein, ihr sollt mich als euren Vater kennenlernen und ihr sollt verstehen, dass ich für euch alles vorbereitet habe, was ihr braucht. Ich bin dieser gute Hirte, der jeden Mangel ausfüllt. Ich bin in Jesus, meinem Sohn, gekommen, um euch zu diesem Status zu verhelfen. Ihr seid meine Kinder und ich gebe euch allen Segen, den ihr braucht, für jede Situation, für jeden Umstand, für jedes Problem, für jede Herausforderung. Ich sorge für jede nur denkbare Eventualität, dass du eine Lösung bekommst. Deswegen habe ich euch Jesus geschickt und deswegen seid ihr durch Jesus wieder Kinder Gottes geworden. Und wer das versteht, wirklich Gott in dieser Größe und in dieser Liebe versteht, der kommt in die Ruhe Gottes zurück. Und jetzt denkt drüber nach, als Gott den Menschen geschaffen hat, was war der erste Tag, den er ihn erleben ließ? Den siebten. Und was war der siebte? Der Ruhetag. So, was ist Gottes Hauptziel, wenn er dich will und wenn er dich schafft und wenn er dir einen neuen Tag gibt? Er sagt, komm zuerst wohin? Erst zu mir und wenn du zu mir kommst, kommst du wohin? Zur Ruhe. Und wisst ihr, was da steht? Das gefällt mir in Hebräer 4. Könnt ihr nachlesen, Vers 10. Ihr sollt in meine Ruhe hineinkommen und wenn ihr das macht, dann kommt ihr zur Ruhe von euren eigenen Werken. So, was ist der Schlüssel, wenn du bei Gott zur Ruhe kommen willst? Was musst du gleichzeitig tun? Bitte? Genau, du musst dein eigenes Zeug loslassen. Wenn du bei Gott zur Ruhe kommen willst und du bringst deinen ganzen Sorgenkram mit und bist weiter am Drehen, oh, was muss ich machen, wie soll ich es machen, wann soll ich es machen, hey, kommst du so zur Ruhe? Nie im Leben. Sondern Gott sagt, wenn du zu mir kommen willst und du willst wirklich zur Ruhe kommen, dann musst du deinen eigenen Kram abgeben. In 1. Petrus 5 heißt es so, alle eure Sorgen werft auf mich. Also nimm dir vor, wenn du zu Gott kommst, dann hat er alles, was du brauchst und du kannst aufhören, deinen eigenen Kram wie wild drehen zu müssen. Das brauchst du nicht. Weil wenn du selber drehst und selber schaffst und dich selber erlösen willst und selber nach der Lösung von dir aus mit deiner eigenen Kraft versuchst zu suchen, wird das dazu führen, dass Gott dir nichts geben kann. Du kannst keine Hände füllen, die vorher schon zu sind. Das geht nicht. Und deshalb sagt Gott, wenn du zu mir kommst, musst du von deinen eigenen Werken zur Ruhe kommen wollen. Und du musst fleißig in meine Ruhe eingehen. Das heißt, du musst dich festlegen, Gott hat in seiner Ruhe, in seinem Plan für mich schon alles vorbereitet. Und alles, was ich tun muss, ist, ich muss gucken, Gott, was an Segen ist da? Für welche Situation hast du mir welches göttliche Versprechen gegeben? Was sagst du mir? Was soll ich glauben? Was soll ich für mich in Anspruch nehmen? Worauf soll ich mich festlegen? Diesen Lebensstil nennt die Bibel Glauben. Glauben heißt, ich weiß, was Gott versprochen hat. Er hat mir ein ganz dickes Buch gegeben. Er hat mir dieses Buch gefüllt mit seinem Willen. Das ist sein Wort. Und ich gehe in diesen Willen Gottes rein. Ich suche, was er mir versprochen hat. Und dann lege ich mich fest und sage, Gott, du hast das versprochen. Das ist, was mir gehört. Dafür hast du Jesus am Kreuz sterben lassen, damit ich reinkomme in diesen Segen. Und hier bleibe ich. Das ist Leben im Glauben. Im Vertrauen darauf, dass Gott seine Versprechen immer hält. Und wenn ich diesen Zustand entdecke, ich weiß, es gibt einen guten Gott, ich bin sein Kind geworden, ich habe ein Zurecht, ein Zugang und ein Recht, dahin zu gehen und das zu holen, dann gehe ich hin und dann nehme ich dieses Wort, dann nehme ich diese Verheißung und sage, Gott, du hast es gesagt. Und mit Mal setzt ein ganz tiefer Friede ein, weil ich weiß, Gott hat es in der Hand. Ein simples Bild dafür erzählt David Wilkerson. Das ist so ein Prediger,
Und dieser Mann hat eine riesen Flugangst gehabt, sein Leben lang. Und er war auf einem seiner Flüge von New York nach Europa. Und es kam, wie es kommen musste. Das Flugzeug kommt in Turbulenzen. Und er saß da und er sagt, ich habe mich da an meinem Sitz festgehalten und gebetet, oh lieber Gott, lass mich hier nicht abstürzen. Ja? Völlig in Panik. Zu seiner Flugangst kamen auch noch böse Umstände. Und während er in seiner Panik sich irgendwie an seinem Sitz festhält, schaut er schräg rüber und sitzt, und da sitzt ein kleines Mädchen. Und während die Turbulenzen hoch und runter gehen, sitzt sie da und liest völlig entspannt ihr Buch. Und er denkt, das gibt's doch gar nicht. Ich bin ein erwachsener Mann, ich bin ein Prediger, ich kenne Gott und ich habe Angst ohne Ende. Und da sitzt so ein Mädel, ja, vielleicht ist die 10 und ist völlig relaxed. Und er sagt, ich habe die immer angeguckt und ich habe gedacht, solange die da ruhig sitzt, bleibe ich auch ruhig. Ja? Und das war ihm eine echte Hilfe. Und als der Flug zu Ende ist und die sind aus, haben ausgecheckt und alle warten dann noch auf ihr Zeug, sagt er, bin ich zu diesem kleinen Mädel hin. Und habe sie angesprochen, gesagt, Mann, ey, ich bin echt erstaunt, wie du das gemacht hast und so. Und hat dann ein bisschen von sich erzählt und die hat den alten Mann irgendwie nett gefunden oder auch nicht. Auf jeden Fall hat er sie dann gefragt und gesagt, hör mal, was war der Grund, dass du da so entspannt bist? Und dann sagt sie, wissen Sie, der Pilot ist mein Papa und wir waren auf dem Heimflug. Leute, wenn wir unser Leben angucken, sind wir auf dem Heimflug? Wir gehen nach Hause. Unser Papa wartet. Hey, und der hat dein Leben im Griff, oder? Weiß er, wann dein Punkt ist? Du, solange er im Flugzeug sitzt, solange er die Führung hat, was machst du für einen Stress? Ha? Es lohnt nicht. Und schau in die Bibel. All die Leute, die so beunruhigt sind. Warum bist du beunruhigt? Soll ich dir was sagen? Weil du nicht siehst, dass Gott dich wirklich lieb hat und weil du nicht verstanden hast, dass er einen riesenguten Plan hat. Und immer wenn du das nicht verstanden hast, musst du dich aufregen und musst du dir Riesensorgen machen. Stellt euch mal vor, ihr hättet die gesamte Geschichte von Jakob nicht gekannt. Ja? Jakob, einer der Erzväter, der sitzt eines Tages, die Bibel erzählt, es gibt eine Situation in seinem Leben, da hat er seinen Glauben an den Nagel gehängt. Sein Lieblingssohn, so schien es, war umgebracht worden. Er selber saß in diesem Land mit einer bitteren Hungersnot und sah zu, wie seine Viecher sterben und wie er selber nichts zu essen hatte. Und er schickt 10 seiner Jungs in das Land der Feinde, das waren die Ägypter, und da müssen sie irgendwie Korn und Nahrungsmittel holen, damit sie irgendwie überleben. Und dieser Mann sitzt zu Hause und denkt sich Folgendes. Hey, ich hatte mal einen Vater, der nannte sich Freund Gottes, der war richtig gesegnet. Und sein Opa, Abraham, der war noch gesegneter. Und ich habe eigentlich auch so einen Bund mit Gott geschlossen. Und guck mal an, was ich hier mache. Ich versuche mich irgendwie von Sand zu ernähren. Und die Feinde, die wir haben, die sind gesegnet, dass es kracht. Die haben Kornspeicher, die haben Zeug, bei denen fließt es über. Gott, was ist eigentlich mit mir los? Hä? Und mein Lieblingssohn, der ist auch schon tot. Was machte der gerade in der Situation? Der schaute seine Umstände an. Und die waren zugegebenermaßen nicht klasse. Wenn er Gott angeschaut hätte, was hätte er gewusst? Der Sohn, von dem er dachte, der ist tot, ist gar nicht tot. Das ist der Typ, der in Ägypten bei den Feinden gerade die ganzen Kornspeicher entworfen und hat aufbauen lassen. Das ist gerade der zweithöchste Mann in Ägypten. Das ist der Bursche, der dafür sorgt, dass sie ein Land bekommen, das so fett ist und so strotzt von allem Guten, dass es für ihn und seine Nachkommen die neue Lebensgrundlage werden wird. Stimmt's? Wir, die wir Insider sind, wissen das. Er sah nur Chaos. Hör mal, was siehst du? Siehst du Gottes Möglichkeiten oder schaust du nur deine Umstände an und sagst, oh meine Güte, das kann nicht gut gehen. Leben im Glauben bedeutet, ich entdecke diesen guten Gott und ich vertraue ihm und ich lege mich fest, Gott, du hast die Lösung schon vorbereitet und das führt mich zur Ruhe. Als sie endlich nach Ägypten gegangen sind, Jakob und seine Leute, erlebt er was? Alles ist schon vorbereitet und die lieben ihn und ehren ihn. Und er kommt in ein Land, das heißt Gosen. Wisst ihr, was Gosen auf Deutsch heißt? Das ist der Knackpunkt an der Geschichte. Gosen heißt Nähe Gottes. Wo wollte Gott ihn hinbringen? In seine Nähe. Leute, wo kommen wir zur Ruhe?
ganz simpel. Ich mag das Wort Gottes, weil es in der Symbolik so stark ist. Weil es dir erklärt, ey, dafür habe ich dich immer schon gemacht. Und alle deine Wüstenerfahrungen sollen dich am Ende wohin leiten? Dass du siehst, Mensch, Gott hat einen viel größeren Plan. Und wenn du das für dein Leben begreifst, nicht du selber schaffst es, dir diesen guten Plan im Leben zu machen, sondern Gott lädt dich ein, in Verantwortung und in Verbindlichkeit mit ihm zu leben, dann bringt er dich rein in seine Nähe. Und wenn du in die Nähe Gottes kommst, dann fängt Gott an, für dich die Sachen in Bewegung zu setzen und er sorgt dafür, dass du rauskommst aus deinem Mangel. Das ist der Punkt. Und immer wenn wir das verstehen, dann merken wir, wie wir unsere eigenen komischen Überlegungen und Werke, die wir immer tun, wir können es lassen, weil Gott weiß es besser. In Sprüche gibt es dieses herrliche Wort, das mich jedes Mal inspiriert, wenn ich es lese. In Sprüche 10, Vers 22, da heißt es, der Segen Gottes macht reich ohne Mühe, ohne unser Dazutun. Aber die Frage ist, kommst du rein in die Nähe Gottes oder nicht? Und um in diese Nähe Gottes zu kommen, brauchst du diesen Lebensstil des Vertrauens, des Glaubens, zu sagen, Gott, ich halte mich an dir fest. Und dann setzt sich genau das um, was wir brauchen. In der Nähe Gottes kommst du zur Ruhe. Deswegen heißt es in Matthäus 11, Vers 29, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch zur Ruhe bringen. Ja, bei Luther steht, ich will euch erquicken. Im Grundtext steht, ich will dich zur Ruhe bringen. So, wo sollst du hinrennen, wenn du merkst, dass die Last für dich zu groß ist? Genau, zum Doktor, damit er dir Psychopharmaka gibt. Ja, das ist ja vielleicht am Anfang gar nicht so falsch. Ich will das gar nicht so ablehnen. Aber Leute, die wirkliche Ruhe wirst du da nicht finden. Der kann bestimmte seelische Stresszustände runterbiegen, medikamentös. Aber zur Ruhe kommst du nicht. Zur Ruhe findest du in dem Augenblick, wo du verstehst, ich habe diesen Bund mit Gott geschlossen und ich lebe in dieser Gnade, die er mir jeden Tag gibt. Und ich darf durch Jesus allen Segen holen. Und da musst du hin. Und da darfst du hin und da sollst du hin, weil Gott hat genau für dich diese Ruhe vorbereitet. Du sagst, das klingt so einfach. Ja, ich habe mir das im Vorfeld, als ich darüber gebetet und nachgedacht habe, habe ich so richtig gehört, wie Leute sagen, ey Pastor, das ist zu einfach. Also irgendwas muss ich doch machen. Also ich habe den weisesten Mann gefragt, den ich getroffen habe. Und der weiseste Mann ist Salomo gewesen. Und der hat ein Lied geschrieben, wo er diese Zusammenhänge erklärt, wie man ein entspanntes Herz bekommt und wie man zur Ruhe kommt. Und dieses Lied, die ersten paar Verse will ich euch vorlesen. Das steht im Psalm 127, ein Lied von Salomo. Wenn Gott nicht das Haus baut, arbeiten seine Erbauer vergeblich. Wenn Gott nicht die Stadt bewacht, wachen die Wächter vergeblich. Vergeblich ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. So viel gibt Gott seinen geliebten Kindern schon im Schlaf. Ich musste lachen über diesen Text. Der weiseste Mann sagt, wie kommst du zur Ruhe? Hör auf, so zu tun, als wenn du alles im Griff halten müsstest. Tu nicht so, als wenn du die Welt retten könntest. Tu nicht so, als wenn du deine Familie im Griff halten könntest. Das musst du gar nicht. Wenn Gott nicht auf deiner Seite steht, wenn er nicht derjenige ist, der für dich baut, kannst du mit deinem ganzen persönlichen, menschlichen Stress gar nichts bewegen. Und dann steht da seinen geliebten Kindern. Habt ihr gemerkt, das ist der Punkt, auf den es ankommt. Ja, bist du ein geliebtes Kind Gottes, ja oder nein? Was macht er mit denen? Denen gibt er all die Dinge, die du brauchst, wann? Im Schlaf. Warum im Schlaf? Da widersprichst du nicht. Das ist der Punkt. Wieso muss Gott warten, bis du schläfst? Weil dann hältst du endlich die Klappe und sagst, stimmt's? Es gibt selbst Leute, die im Schlaf reden. Ja, also es ist unglaublich. Aber ich habe gehört, das ist eher so eine Sache, wo man was verarbeitet. Aber der Normalfall ist, im Schlaf, da kann tatsächlich unser Körper entspannen, unsere Gedanken sortieren sich. Deswegen sagt man immer, wenn man sich über irgendwas aufgeregt hat, was soll man normalerweise machen? Was sagt der Volksmund?
Genau, überschlaf das mal, weil am nächsten Tag siehst du die Sache sehr viel entspannter. Genau, im Schlaf, Gott sagt zu dir, hey, komm erstmal zur Ruhe. Und ich muss so lange warten, bis du zur Ruhe kommst, weil sonst hörst du nicht zu. Und Leute, ganz ehrlich, ist das der Grund, warum manchmal Gott relativ spät erst in unser Leben eingreifen kann? Weil wenn wir wirklich uns abgestrampelt haben, alle unsere Varianten durchhaben, was machen wir dann, wenn wir alle Viere von uns strecken und sagen, platt, ich kann nicht mehr, Gott? Dann kommen wir zur Ruhe. Und Gott sagt, Mensch, endlich kann ich mit dir reden. Ist das so? Wie oft ist das so? Und Gott sagt, Mensch, wenn du schlau wärst, dann würdest du früher kommen, dann kannst du dir eine Menge Stress sparen. Ich habe mich gefragt, wieso wusste der gute Salomo, dass das Geheimnis ist? Wisst ihr, wie der seine Weisheit bekommen hat? Was denkt ihr? Was würde jetzt sich logisch anbieten als Antwort? Im Schlaf, genau. 2. Chronik, 1. Kapitel, 7. Vers steht, und in der Nacht kam Gott zu ihm und sagt, was brauchst du, mein Freund? Weisheit. Und dann gibt Gott ihm nicht nur Weisheit, sondern Reichtum und alles andere auch noch dazu. Wann gibt er ihm das? Genau. Und ich dachte, hey, der klügste Mann der Welt, der hatte was verstanden. Nur wenn ich bei Gott wirklich zur Ruhe komme und ich mich von ihm beschenken lasse, dann merke ich tatsächlich, das befriedigt mich. Alles andere, solange ich immer getrieben bin und selber machen muss und selber rackern und arbeiten muss, das macht mein Herz am Ende nicht glücklich, sondern das macht mich krank. Und Gott sagt zu dir, hey, willst du mit krankem Herzen sterben? Oder lieber bei mir zur Ruhe kommen. Und wenn wir schlau sind, sagen wir, Gott, danke dafür, dass du die Sache viel besser in der Hand hast als ich. Ich komme bei dir zur Ruhe. Was musst du mit deinem Herzen tun? Du musst es mit Wort Gottes füllen. Du musst es mit all diesen wunderbaren Versprechen Gottes füllen. Wenn du merkst, wie Krankheit dich runterdrücken will und wie ärztliche Atteste dich runterdrücken wollen und die Leute zu dir sagen, also soll ich ihnen was sagen, ihre Heilungschance ist nicht besonders toll. Solltest du dich mit solchen ärztlichen Berichten füllen? Ja, wenn du unbedingt depressiv sterben willst, kannst du das schon machen. Aber es wird dich keinen Meter vorwärts bringen. Was solltest du tun? Ich würde mir das Wort Gottes antun. Ich würde mal sagen, Chef, was sagst du denn über meine Situation? Gott, was hast du denn für einen Plan? Und dann liest du plötzlich im Psalm 118, ich habe Gedanken des Friedens. Ich will nicht, dass du stirbst, sondern lebst und die Werke Gottes verkündigst. Gott sagt zu dir, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich hole dich raus aus deiner Situation. Und während du anfängst, über dieses Wort nachzudenken, passiert in deinem Herzen was? Es fängt an, Ruhe freizusetzen. Weil Gott hat völlig andere Pläne, als sie in dieser Welt normal sind. Der Finanzbericht sieht nicht gut aus. Und jetzt kannst du total in Panik verfallen. Oder du kannst sagen, Herr, ich bin dein Kind, ich liebe dich, ich gehe mit meinen Finanzen ordentlich um. Trotzdem weiß ich irgendwie nicht, wie ich die Sache hier regeln kann. Gott, ich brauche dich als meinen Versorger. Und Gott sagt, genau, das ist sogar einer meiner Namen. Ich heiße Yahweh Jireh, das ist ein hebräischer Name für Gott und der bedeutet, Gott ist mein Versorger. Und du fängst dann darüber zu beten und zu sagen, Gott, ich danke dir, dass du mein Versorger bist und dass du einen Weg öffnest und dass die Dinge kommen, die ich brauche und mehr als genug sein wird. Du nimmst dieses Wort. Im Psalm 107, Vers 20 steht, Gott sendet sein Wort und macht sie gesund. Du brauchst dieses Wort Gottes. Und deswegen ist es so nötig, dass du in Gottesdienste gehst. Deswegen ist es nötig, dass du deine Bibel liest. Damit dieses Wort Gottes in dein Herz reinkommt. Und dieses Wort ist Medizin für dein Herz und damit auch für dein gesamtes Leben. In Sprüche 4 steht das übrigens so, dass du auf das Wort hören sollst, damit es Heilung in deinem Leben freisetzt. Du musst dich füllen mit den Gedanken Gottes, weil die bringen dich zur Ruhe. Die zeigen dir die Perspektive Gottes, die zeigen dir die Lösung. Aber ich soll dir auch was sagen, es gibt auch einen Räuber, der dieses Wort immer rauben will, wenn du es hörst. In Markus 4 steht, dass der Teufel hingeht und dieses Wort aus deinem Herzen rauben will. Deswegen sagt der Philipperbrief im 2. Kapitel, du musst das Wort des Lebens festhalten. Das ist dein Job.
Jeder Landwirt weiß das. Wenn der seine Saat aussät, dann kommen irgendwelche Viecher und Vögel und wollen die Saat klauen. Und er muss aufpassen, wenn er eine gute Ernte haben will, dann muss er diese Viecher verscheuchen. Und du musst auch aufpassen, dass nicht irgendwelche menschlichen Meinungen dir das Wort Gottes wieder aus deinem Herzen klauen. Das ist deine Herausforderung, zu sagen, ich halte dieses Wort fest. Weil dann, wenn ich es festhalte, setzt es Gottes Wirkung frei. Deswegen, wenn du in dieser Ruhe Gottes leben und bleiben willst, musst du jemand sein, der gefüllt ist mit Gottes Wort, mit seiner Sicht der Dinge, mit seinen Versprechungen, mit seiner Zusage, mit den Perspektiven, die er hat. Und du nimmst dieses Wort und du füllst es in dein Herz und dein Herz wird dabei gesund. Du kannst dir auch dauernd die Meinung irgendwelcher Leute anhören. Dann wird dein Herz noch kränker und noch panischer, als es jetzt schon ist. Und Gott sagt, hey, was willst du? Und ich habe mich entschieden zu sagen, Gott, ich will dein Wort. Und es kommt wie der Regen, es fällt in dein Herz. Und dann macht es wie der Regen, den Samen, der in der Erde liegt, durch den Regen blüht und wächst die ganze Geschichte auf und kommt hoch. Und so ist das Wort Gottes auch. Es fängt an, deinen Glauben in deinem Herzen freizusetzen, Hoffnung freizusetzen, Heilungskraft freizusetzen. Unser Immunsystem wird plötzlich wirklich massiv nach vorne gebracht, weil wir eine Perspektive haben, die uns sagt, jawohl, Gott will voran mit mir. Er hat einen guten Plan. Zukunft und Hoffnung setzt sich in mir frei. Das sind Schlüssel, die uns nach vorne bringen und die uns gesund werden lassen. Ich schließe damit, dass du lernen sollst, in dieser Ruhe Gottes zu leben. Ich weiß, mein Gott liebt mich. Er hat mir Jesus geschenkt. Er hat mir mit Jesus alles gegeben, was ich brauche. Ich darf zu ihm kommen und ihn bitten. Es gibt immer eine offene Tür. Und je stärker du darin lebst, desto mehr kommst du zur Ruhe. Du nimmst Gottes Wort, du nimmst seine Verheißungen, du füllst dein Herz damit und dein Herz wird gesund. Und deine Perspektive wird stark. Und Hoffnung kommt rein. Und Glaubenskraft setzt sich frei. Und das hat Auswirkungen auf unser Immunsystem, so sagen uns die Mediziner. Wir werden daran ständig gesünder und stärker. Was für einen simplen Satz solltest du mitnehmen heute? Ich möchte dir einen ganz einfachen Satz mitgeben. Wenn das nächste Mal ein Problem kommt, sag deinem Problem, ich bin ein Freund Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Gott ist auf meiner Seite. Er hat mir alle seine Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Wenn die Schwierigkeit kommt, was sagst du zu ihr? Ich bin ein Freund Gottes. Ey, du kannst zu wem auch immer gehen, aber zu mir nicht. Weil wenn ich ein Freund Gottes bin, wer ist auf meiner Seite? Ist der stärker als mein Problem? Wenn die Krankheit kommt und sagt, ey, ich bin groß und stark, was ist deine Antwort? Ich bin ein Freund Gottes, der Stärkere ist auf meiner Seite. Wenn die Angst kommt und dich plagen will, was musst du ihr erzählen? Ich bin ein Freund Gottes. Also wenn du dich mit mir anlegen willst, mach dir klar, wer hinter mir steht. Ja? Das ist diese David-Goliath-Geschichte. David hatte deshalb keine Angst, weil er was wusste? Gott ist auf meiner Seite. Gibt es eine Menge Dinge, die uns Angst machen wollen in dieser Welt? Oh ja. So was musst du der Sache erzählen. Ich bin so alleine und keiner ist auf meiner Seite. Jupp. Berge fallen auf mich. Das ist doch keine Perspektive, sondern was ist die Perspektive Gottes? Ich bin ein Freund Gottes. Gott ist auf meiner Seite. Und dann kommt die Sorge und schleicht sich an, ja? Springt dein Herz an. Hey, wer weiß, ob du den nächsten Monat überlebst? Wer weiß, ob du durchkommst? Was musst du ihm antworten? Genau, ich bin nämlich ein Freund Gottes. So, was ist drin in deinem Herzen? Du entscheidest das, weil entweder lebst du aus dieser Ruhe in Gott oder du wirst anfangen, von einer Angst, von einer Not, von einem Stress, von einer Krankheit in die nächste getrieben zu werden. Und Gott sagt, ey, das musst du dir nicht antun. Du bist nämlich was? Ein Freund Gottes. Wir haben einen völlig anderen Status, liebe Freunde.
Deshalb, wenn wir nachher mit dem Abendmahl miteinander beten und euch einladen, wirklich egal welche Situation, im Gebet vor Gott zu bringen und ein Wort Gottes hineinzusprechen, um die Kraft Gottes freizusetzen, dann deshalb, weil wir wissen, wir sind Freunde Gottes und wir müssen uns diese Beraubungsgeschichten nicht gefallen lassen. Und das ist der Punkt, den du brauchst, immer wieder neu. Wir sind durch Jesus gesetzt, aus dieser Kraft und dem Sieg und der Ruhe in unserem Gott leben zu dürfen. Und dann wird unser Herz gesund. Und es geht uns gut. Halleluja. Nimm das rein. Gott hat einen Riesenplan. Ein entspanntes Herz ist Heilung für den ganzen Körper. Also wenn du immer noch ein bisschen dich aufgeregt hast, ja, oh, ich habe schon wieder an meinen Sohn gesagt, das hat mich schon wieder aufgeregt. Wer hat den Sohn in der Hand, du oder der Herr? Meine Frau, regelmäßig regt sie mich auf. Ja, Bruder, das kannst du ja so halten. Oder du sagst, Mensch, Herr, ich glaube, es ist Zeit. Es ist Zeit, dass ich bei dir in die Ruhe komme und weiß, du hast die Lösung schon. Halleluja. Ist Gott gut? Ja. Und er hat schon längst den guten Plan. So komm rein in seine Ruhe heute. Wir wollen das Abendmahl miteinander feiern.